Tapferkeit auf die Matte. Der Eislebener Freistilringer Erik Thiele hat harte Wochen hinter sich. Denn binnen eines Monats startete Deutschlands größtes Ringertalent erst bei der WM in Budapest und dann auch gleich noch bei der U23-Weltmeisterschaft in Bukarest. Medaillen gab es für den 22-Jährigen zwar noch nicht, aber jede Menge Erfahrung und Inspiration für künftige Taten. Wenige Tage nach der Junioren-WM steht Erik Thiele schon wieder auf der Trainingsmatte seines Heimatvereins KAV Mansfelder Land in Eisleben. Zwei Weltmeisterschaften, beide Male schied Erik Thiele frühzeitig aus. Das beherrscht noch seine Gedanken, aber ich habe jeweils gegen den späteren Bronzemedaillengewinner verloren. Einen Kampf konnte ich bei der U23-Weltmeisterschaft für mich entscheiden. Manchmal entscheiden nur ganz kleine Nuancen. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Aber beim nächsten Mal bin ich zuversichtlich. Es war dennoch das Jahr des jungen Mannes aus Braunsbedra. Erstmals wurde Thiele im Juni deutscher Meister bei den Männern. Mit Wacker Burghausen gewann der Modellathlet als Gaststarter auch die Ringer Bundesliga 2018. Der Polizeikommissar Anwärter will und muss in den nächsten Monaten noch einen Zahn zulegen. Im September 2019 gilt es, bei der WM in Kasachstan unter die ersten sechs zu kommen. Dann winkt ein Startplatz 2020 bei Olympia in Tokio. Das ist das allergrößte Ziel, darauf trainiere ich hin. Die größte Chance, sich zu qualifizieren, ist nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan im September. Darauf werde ich jetzt meinen kompletten Fokus legen und ich hoffe, dass ich dann in Tokio am Start bin. Die Zeichen stehen günstig, denn Erik Thiele wird für ein paar Monate nach Pennsylvania gehen und dort mit den US-amerikanischen Ringern trainieren. Und die gehören zur absoluten Weltspitze.